Microsoft hat am 18. November nach Wien geladen zum Launch-Event des Surface Pro 4, wo man uns auch die neuen Lumia 950 Flaggschiffe gezeigt hat. Wir haben natürlich den Abend genutzt, um uns einen ersten sehr ausführlichen Eindruck von den Geräten zu machen. Wir hatten die Lumia 950er teilweise so lange in der Hand, dass die anwesenden Microsoft-Mitarbeiter für einen kurzen Moment glaubten, wir hätten sie entwendet. Wir haben uns also durchaus genau mit den Geräten beschäftigt, solange wir dafür Zeit hatten, und diesen Eindruck will ich mit euch in diesem Video teilen. Als ich die beiden Smartphones nun das erste Mal in die Hand nahm, war der erste Gedanke, dass die doch gar nicht so billig und hässlich sind wie auf den Pressebildern. Sie sind wesentlich dünner als erwartet und man muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, wesentlich schöner. Die Verarbeitung der beiden Smartphones ist solide, hochwertig wie manches andere Flaggschiffgerät wirken sie allerdings nicht. Sie sind erfreulich dünn und liegen daher sehr gut in der Hand. Und Microsoft hat auch der Hand rund um das Display erheblich verkleinert. Dadurch liegt selbst das Lumia 950 XL sehr gut in meiner Hand und lässt sich durchaus einhändig bedienen. Der heiß diskutierte Metallring rund um die Kamera des Lumia 950 ist wesentlich dezenter, als es auf den Bildern aussieht. Allerdings immer noch ein Detail, mit dem man sich erstmal anfreunden muss. Beim Lumia 950 XL hat man sich für eine wesentlich schlichtere Kameraauswölbung entschieden, die innen verglast ist und von einem dünnen Metallstreifen umrahmt wird. Letzteres ist deutlich eleganter, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Wir bleiben gleich bei den Kameras, wo sich die Geräte nämlich überhaupt nicht unterscheiden. Beide schießen Bilder mit einer Auflösung von 20 Megapixeln und nehmen Videos in 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde auf. Das Event fand um 18 Uhr abends statt, daher gab es zur Zeit unseres Kameratests praktisch kein natürliches Licht mehr von außen und auch die Location war nicht gerade großartig beleuchtet. Dennoch hat sich die Kamera der beiden Smartphones hervorragend geschlagen und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen wirklich gute Bilder produzieren können. Die Schärfe ist gut genug, um selbst weiter entfernte Objekte detailliert erkennen zu können. Und natürlich gibt es ein gewisses Rauschen in den Bildern, aber das ist bei der Belichtung selbst bei einer günstigen DSLR nicht anders. Und nun zur wohl schwächsten Komponente der beiden Lumia 950 Flaggschiffe, und zwar dem Display. Die Schärfe des verbauten AMOLED-Panels ist zwar bei beiden Geräten großartig, die Farbdarstellung ist allerdings ein wenig verwaschen. Die Inhalte auf dem Display wirken einfach etwas kälter und nicht so strahlend wie beispielsweise beim Lumia 930. Zudem wurde ja lange spekuliert, dass das Lumia 950 Unterstützung für Eingaben via Surface Pen bieten soll. Wir hatten zufällig diesen dabei und haben das auch gleich ausprobiert. Mangels verknüpften Microsoft-Account konnten wir OneNote nicht testen, aber es scheint nicht so, als würde der Stift auf dem Display des Geräts erkannt werden. Wir werden das aber definitiv genauer ausprobieren, sobald uns ein Testgerät zur Verfügung steht. Der erste Eindruck der Geräte ist überwiegend positiv und genau das Gegenteil von dem, was ich basierend auf die Pressebilder und Videos erwartet hatte. Es ist keinesfalls ein besser ausgestattetes Lumia 640, weder design- noch verarbeitungstechnisch. Dass die verwendeten Materialien aber nicht jedem gefallen dürften, ist allerdings klar. Mir persönlich sagt das Lumia 950 XL mehr zu, weil es wirklich gute Hardware, und damit ist nicht nur das Datenblatt gemeint, sondern auch das, was das Gerät tatsächlich leistet, mit einem durchaus schönen Design kombiniert. Ich würde sagen, die neuen Lumia Flaggschiffe sind eine umgekehrte Mogelpackung. Innen großartig, was man am Äußeren nicht unbedingt vermuten würde. Ob man damit Nutzer von anderen Plattformen gewinnen kann, wage ich zu bezweifeln. Das Lumia 950 und 950 XL sind reiner Fanservice.